Wir sind hier in Düsseldorf, um ganz klar Ausdruck zu geben, dass mit dem Verhalten der Arbeitgeber gesamt wir so nicht zufrieden sind. Das heißt, wir sind nicht hier, um zu streiken, sondern wir sind hier für einen Tarifvertrag. Um das deutlich zu machen, haben wir gesagt, nehmen wir an dieser Kundgebung teil. Unsere Forderung liegt bei 5% Lohn- und Gehaltserhöhung und hinter dieser Forderung stehen wir. Die ist begründet, die ist nicht überzogen. Wir können den wirtschaftlichen Nachweis bringen und die wollen wir auch haben, die 5%. Plus unsere qualitativen Forderungen, das heißt Verlängerung des Altersteilzeitvertrages, der Verlängerung des Tarifvertrages, demografischen Wandel, Beschäftigungssicherung und ganz wichtig ist natürlich auch die Jugend, damit die ihre vollen vermögenswirksamen Leistungen bekommt, um eine Altersvorsorge zu treffen, denn es wird ja immer wichtiger, auch für Jugendliche eine vernünftige Altersversorgung zu haben und damit wollen wir hier ein Grundstück legen. Ja, ich würde mal sagen, die Stimmung ist super, ne? Viele Jugendliche auch hier, super. Wir sind heute hier, um unserer Forderung nochmal Nachdruck zu verleihen. Im Prinzip brauchen wir das nicht, aber der Arbeitgeber verlangt es ja immer von uns. Es ist ein Ritual anscheinend. Sie verstehen es nicht anders. Sie wollen es so haben und das bekommen sie.